Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von A Plague Tale. Wir haben es ja jetzt hier über die Brücke geschafft und jetzt wollen wir doch mal schauen, was am Ende dieser Brücke ich ist. Ich habe Angst und bin traurig, Amicia. Nee, musst du nicht haben. Wir haben viel durchgemacht. Es ist, als wären es nicht meine Gedanken. Hier runter könnten wir auch nicht gehen. Ist es Basilius' Stimme? Kann sein. Sie klingt tief. Ich habe Angst. Das heißt wohl, wir kommen näher. Das Ende der Brücke. Finden wir heraus, wo sie hinführt. Das ist ein Grafikglitch oder soll es da unten so komisch sein? Dieser Geruch. Ich kann kaum atmen. Oh, es ist falsch. So falsch. Was ist los? Sie ist hier, Amicia. Ich will nicht. Aber wer ist hier? Wir müssen. Okay, das sieht mega schräg aus. Sieht böse aus. Gott, es wird ja eine Kathedrale. Das wurde für ihn gebaut. Also, ist er hier unten? Ja, irgendwo im Herzen dieses Ortes. So stelle ich mir die letzte Schwelle vor. Elia konnte ihn nicht retten und das ist das Ergebnis. Aber was ist passiert? Was ist mit ihm geschehen? Ich will's nicht wissen. Musst du aber. Er hat dich hergeführt. Das ist dein Erbe. Ich will kein Erbe. Ich will normal sein. Ja, an dem arbeiten wir, kleiner Mann. Hugo, bevor alles normal werden kann, musst du erst überleben. Das sagst du so, aber ich vernichte alles. Aber doch nicht mit Absicht. Du bist ein Kind. In der Roten Stadt gab es auch Kinder. Es ist schwer, Hugo. Wir kennen uns nicht gut, aber ich weiß, dass du eine zweite Chance verdienst. Selbst wenn wir durch die Hölle gehen müssen. Ja, mein Kopf. Sie wird lauter. Ich will ihn aus meinem Kopf. Mal, wie weit geht's denn hier noch runter? Da. Da unten könnte deine Rettung sein, Hugo. Wozu? Wenn ich immer alles ruiniere. Tust du nicht. Auf. Du musst mir vertrauen. Nicht! Amicia! Sophia! Schätzchen! Bitte, ich weiß! Nein, weißt du nicht! Warum tust du das? Amicia! Komm, ich trage dich. Wir machen das zusammen. Das ist zu viel. Tut mir leid, dass du das durchmachen musst. Ich helfe dir. Ich will Ruhe. Die bekommst du. Aber erstmal musst du leben. Ich brauche dich. Ich fürchte mich vor mir selbst. Du wirst leben. Wir kämpfen. Ach, der arme kleine Mann. Wir halten durch. Komm schon. Komm. Scheiße. Ist das der Träger? Er wurde eingesperrt. Aber wieso? Sie hatten Angst vor ihm, vor seiner Macht. Und deswegen haben sie all das gebaut. Einfach nur aus Furcht. Sie haben ein Kind getötet. Er entfesselte die Ratten. Sie brachen durch ihre Mauern. Keiner konnte sie aufhalten. Hier begann sie. Was? Die Justinianische Pest. Er war traurig. So traurig und wütend. Deshalb hat uns die Makula hergebracht. Es muss hier etwas geben. Eine Schriftrolle. Eine Fiole. Irgendetwas. Hier ist gar nichts. Elia, sie versagte. Amicia. Sie hat versagt, Sophia. Ich weiß. Ungerecht! Denn wenn ich sterbe... Du
Du stirbst nicht. Werde ich sie auch alle töten? Nein, Hugo. Ihm war nicht bestimmt zu sterben. Aber sie nahmen ihm die geliebte Beschützerin. Er verlor die Hoffnung. Also gab er der Makula nach und verdammte sie alle. Ja, und zwar zu Recht. Nein, wenn ein Wort von ihr ihn erreicht hätte. Wie weniger allein er doch gewesen wäre. Er hätte weitergelebt und Millionen verschont. Verstehst du? Du wirst nicht sterben. Und ich bin für dich da. Ich sorge für dein gutes Leben. Ein Leben ohne Kämpfen. Möchtest du das? Finden wir ein Zuhause. Die sind da wohl anderer Meinung. Was ist los? Los, weg hier. Ja. Okay. Doch nicht ganz so die Erlösung. Holy fucking shit. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Ich versuche es. Ja, also ich muss sagen, mit dem Ende oder beziehungsweise mit dem Ergebnis habe ich nicht gerechnet. Komm, 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 komm. Es sind so viele. Kommt, kommt. Meine Beine. Nicht stehen bleiben. Okay, wir sind auf der Brücke. Ach. Du heilige Scheiße. Ah, das würde ich nicht hier sagen. Sind wir sicher. Ist jemand verletzt? Hugo? Das war grauenvoll. Ja, die Makula hat dich hineingelockt. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Die Makula hat ja wirklich ein Händchen für Kinder. Sie haben ihn angekettet. Ja, aber das Wichtigste ist, dass du überleben wirst. Nein, das ist aber nicht das Wichtigste. Es macht mir Angst, dass die Menschen so böse sind. Und dass sie mich zu diesen Dingen zwingen. Du hast recht. Hör zu. Es wird immer Menschen geben, die Furchtbares tun. So ist die Welt leider. Aber vertraue in das Gute in dir. Und in das Gute in anderen. Hab Vertrauen in jene, die wollen, dass du glücklich bist. Freunde. Wie mich? Freunde geben dir ein gutes Gefühl, oder? Ich verstehe, dass du zweifelst, aber vertrau mir. Vertraue uns. Ich vertraue euch. Wir finden für uns ein Zuhause. Verlassen wir diese Insel. Unser Boot wartet. Und auf dem Weg dorthin ein Rattenmeer. Kein Problem für uns. Alles wird anders werden. Also, soll es heißen, es gibt keine Heilung und wir müssen damit klarkommen. Und der Traum hat das einfach nur falsch gedeutet, aber was hat es dann da mit dem Wasser dann auf sich gehabt? Und klar... Es wird einfach nicht besser.
Nein. Und das, obwohl sie ein Mittel gegen die Naga einsetzen. Andere haben das auch und starben dann doch. Es ist zu spät. Wir müssen gehen. Aber es geht nicht mehr nur allein um die Insel, Hugo. Wir müssen hier weg, sonst verdammen wir noch alles. Oh, maximales Chaos. Und hier war es mal so schön. Erreiche den Hafen. Und was ist mit dem Phönix? Und mit dem Phönix haben wir da auch noch nicht sehr viel zu tun gehabt. Der ihm ja da geholfen hat. Das Element ist nicht einmal behandelt worden. Vorsicht, es geht runter. Alles klar. Oh, er ist tot. Es muss sein. Tut mir leid. Ja, Verzeihung. Kommt, gehen wir. Gut, ab jetzt gehen wir ruhig und mit Bedacht vor. Kein unnötiges Risiko. Sag uns, wenn du dich komisch fühlst. Mach ich. Ich will hier endlich weg. Also gut, zum Hafen. Kommt. Hey, Madame! Was ist das jetzt? Ihr seid doch die Gäste der Gräfin. Seid ihr verletzt? Nein. Uns wurde befohlen, euch zu eskortieren, und zwar zum Palast. Eigentlich wollten wir soeben... Ihr habt Besuch. Besuch? Wen? Eure Mutter und ein Junge. Ach du Scheiße. Oh, natürlich. Denkst du, dass sie böse auf uns ist? Keine Ahnung. Ich... Wir sollten sie sehen. Es ist schon lange her. Ja. Mein Bauchgefühl... Wir glauben hier wohl nichts, denke ich. Wow. Seht euch nur mal an. Nur eine Mutter kann dazu in der Lage sein. Also gut. Wisst ihr was? Ich gehe zum Hafen und bereite das Boot vor. Ihr kommt nach, so schnell ihr könnt. Für dich. Was auch passiert. Du musst die Flamme am Leben halten, ja? Ja, sei vorsichtig. Keine Sorge. Ich habe von euch beiden gelernt. Zeigt uns den Weg. Das wird doch jetzt bestimmt nicht einfach nur Spaziergang werden. Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Und ich bin schuld. Ich verteidige dich, mein Held. Bevor sie zurückkommen. Wird der Palast standhalten, mein Herr? Vorerst. Der Graf hat den Leuten die Tore geöffnet. Aber es gibt zu viele Tote und Verletzte. Haben wir gesehen. Vorsicht! Zurück! Oh. Der Wagen, den wir gesehen haben. Flammenwerfer. Ja. Wo haben Sie das her? Ihr seid sicher, solange ihr in diesem Bereich bleibt. Aber draußen, ohne Licht. Ja, das wissen wir. Wie auch immer. Jetzt seid ihr sicher. Na, das würde ich jetzt mal nicht sagen. Na, ich wäre viel lieber zum Boot gegangen, ist als wir jetzt zu dem... geplant? Noch nicht. Erst wenn sich alle versammelt haben. Aber das ist so ungewohnt, hier die ganzen Wachen zu sehen. Die mich jetzt nicht angreifen. Stellung halten! Macht mehr Feuer auf der Hauptstraße! Los, schneller! Die Flammen müssen lodern! Ich brauche hier Hilfe! Sieht aus wie im Krieg. Hilf mir bitte! Ja, ist es ja, de facto. Die Ratten rücken an der Ostflanke vor! Wir brauchen dort Fackeln! Sie müssen hier weg. Ja, niemand kann sie besiegen. Alle mich Kommandanten rein! Meine Sachen! Ihr könnt sie reinbringen. Alles klar, verstanden. Oh, krass. Aber gute Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Und füllt sie mit Teer. Lasst sie ununterbrochen brennen. Eine Lücke unter Palast könnte fallen. Und wenn die Ratten in den Palast gelangen? Dann seid ihr tot. Ich will Feuer sehen. Das ist alles umsonst. Wurde der Karren repariert? Wir brauchen ihn schleunigst am Wall. Holy shit. Ach, hör doch auf. Das Ding ist so alt, dass es jederzeit hochgehen könnte. Hier oben sind Verletzte. Ist kein schöner Anblick. Das Kind sollte lieber wegsehen. Ich kenne Blut. Trotzdem, sieh nicht hin. Oh, verdammt. Da sind noch mehr. Mein Arm, es brennt. Das sind die, die gebissen wurden. Nein. Ja, bald breitet es sich aus. Nein. Es ist vorbei. Lass ihn zurück. Nein, nein. Sei vernünftig. Es kommen noch mehr.
trotz der Situation, aber die Musik ist gerade schön. Der Sohn sollte uns in helle Tage führen, nicht in dieses Gemetzel. Ruhe! Keine Zeit für Diskussionen! Kinder! Dank sei dem Grafen für diese Speise. Ist nicht viel, aber wir müssen die Vorräte einteilen. Beten wir, dass dieser Albtraum bald vorbei ist. Das ist meine Schuld. Und? Wo sind sie? Der Sohn stellt uns auf die Probe. Verliert nicht den Glauben. Kündigen die Ratten wirklich sein Kommen an? Kehrt euch. Warum bringt ihr uns um? Besänftigt eure Herzen und betet. Betet. Ah, ich hab so gar keine Lust auf das Gespräch jetzt. Oh Mann. Mama! Ihr seid hier. Mein Gott, ihr lebt. Mutter. Komm her. Bitte, komm her. Mutter, wie geht's dir? Dein Kopf? Nicht schlimm, keine Sorge. Ihr habt uns gefunden. Wir mussten nur eurer Spur folgen. Aber sagt schon, ist sie das? Die Insel? Die aus deinem Traum? Da war noch ein Träger, er war wie ich. Noch ein Träger? Ja. Im 6. Jahrhundert. Der Junge hieß Basilius. Wir fanden ihn angekettet in einem Gefängnis, vom Orden für ihn erbaut. Was? Sie gerieten in Panik, weil er die letzte Schwelle erreicht hatte. Und sie entrissen ihn seiner Beschützerin. Und sperrten ihn ein, um einzudämmen, was dann passierte. Eine neue Pest. Im 6. Jahrhundert war die... Justinianische Pest. Wir wussten von ihrer Verbindung zur Makula, aber es begann also hier, mit diesem Basilius? Aber es war nicht seine Schuld. Er war nur ganz allein und hatte Angst. Ja, Mutter, Magister Vaudor sagte, Hugo sei verdammt. Aber das ist nur das, was der Orden glauben will, wegen der Erfahrung, die sie mit Basilius gemacht haben. Ihm fehlte die Beschützerin. Mit ihr an seiner Seite wäre sicher nichts davon passiert. Überleg doch. In den letzten Monaten, unterwegs, um uns herum war alles ruhig. Wir waren zusammen und alles war gut. Es ging ihm gut. Das ist wahr. Etwas sagt mir, dass wenn wir uns an einem Ort sesshaft machen werden und als Familie zusammen sind... Vielleicht hört die Pest auf. Mit der Zeit. Sie würde nicht schlimmer werden. Die Angst trübt unseren Verstand, oder? Doch niemals deinen, Beschützerin. Ja. Wir haben doch dieses Haus in den Bergen, wisst ihr noch? Wir wären dort sicher. Wir wären mächtig und groß. Verzeiht die Störung. Der Graf will euch sehen. Mich? Jetzt? Aber wir wollten gerade gehen. Er ist der Graf der Provence, Madame. Ja. Wir warten auf dich. Und hier wird es ohnehin sicherer als draußen sein. Gut, bringt mich zu ihm. Ich glaube, es wiederholt sich gerade das von früher. Warum sollte er sie ganz allein sehen wollen? Folgt mir. Ich habe gar kein gutes Gefühl. Wisst ihr, was der Graf von mir will? Nein. Ich dachte, er wäre mit dringenderen Angelegenheiten beschäftigt. Euch zu sehen muss dringend sein. Benehmt euch in seiner Gegenwart würdig. Es herrschen dunkle Zeiten. Er ist genauso betroffen wie wir. Alles klar, werde ich. Das Haupttor ist vorerst sicher genug, aber der westliche Wall ist immer noch schwach. Wenn die Ratten dort eindringen, können wir die Verwundeten nicht mehr evakuieren. Ich will wissen, wo die Ratten herkommen. Schickt Späher aus. Wenn wir einen Weg finden, sie zu hemmen, aufzuhalten oder direkt in die Hölle zu befördern, ist es das Risiko wert. Mein Herr, sie ist hier. Gut, dieser Krieg ist wie kein anderer, aber es bleibt ein Krieg. Wegtreten und glaubt daran. Es ist noch nicht vorbei. Jawohl! Wieso wir? Du bist jetzt sicher total pisst, komm, oder? Ich brauche dich. Verstanden. Graf. Ihr habt diese Biester überlebt? Gerade so. Tut mir leid um euer Land. Ein Herrscher sollte wissen, dass kein Frieden ewig anhält. Aber ich muss zugeben,
dass ich nach Jahren des Krieges gehofft hatte, dem wäre so. Verstehe. Die Narben sind noch frisch. Sie beherrschen den Geist, obwohl man bloß Ruhe will. Verzeihung, ich... Nein, bitte. Es stimmt genau. Das ist menschlich, denke ich. Stimmt. Ach, aber das hätte ich nicht davon ab, zu kämpfen, wenn es sein muss. Ja. Wir fangen wieder mit den... Kommt der Sohn wirklich? Die Anzeichen sind klar. Ihr meint die Ratten? Nicht nur die Ratten. Komm, sieh es dir selbst an. Was denn noch? Ganz ehrlich, ihr solltet hier wirklich weg. Und wir sollten auch hier weg, damit ihr wieder euren Frieden hier habt. Ich hab's gewusst. Ich hab's so gewusst. Au. Emily will den Jungen, Amicia. Es tut mir leid, aber ihr Entschluss steht jetzt fest. Was meint ihr damit? Dass dein Bruder der Sohn der Glutasche ist. Sie muss ihn haben, also musst du sterben. Nein, ich sagte ja, das wiederholt sich. Ihr mit allem falsch. Mit eurem Kult, mit allem. Du hast wahrscheinlich recht, weil ich das meiste davon erfunden habe. Und ich hab's für sie getan. Was? Emily, ihre Eltern raubten ihr den Verstand, sodass sie sich selbst das Leben nehmen wollte. Sie vergiftete sich selbst. Ich brachte sie her und erzählte ihr die Geschichte des Sohnes der Glutasche. Sie hat sie nicht nur geglaubt, sondern in Hoffnung für die Menschen verwandelt. Ihr habt sie angelogen! Was versuchst du da? Nimm dein Schicksal an! Miststück! Hugo, lauf! Okay, wir müssen hier weg. Wie kannst du es wagen? Zurück zu ihnen! Los! Ich will sie nicht verlieren! Fahr zur Hölle! Wo willst du hin? Du bekommst ihn nicht! Weiter! Nach rechts! Komm schon! Das Blöde ist, wenn er jetzt gleich alle kommandiert, dann haben wir eine ganze Armee. Ich wollte geduldig sein! Nein! Nein! Du kriegst ihn nicht! Dich. Du wirst sterben wie ein Köter. Hey, was ist hier los? Ich brauche Hilfe, bitte. Wie komme ich hier raus? Wer bist du? Wo ist sie? Hinter der Eiche. Sei still. Alle raus hier. Bleib außer Sicht. So. Nur jetzt. Komm schon. Beenden wir es. Ich weiß, es scheint ungerecht. Aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg. Ist einfach. Ich könnte alles zerstören. Verdammt! Du kriegst Doch mich sie nicht! Sie hat mir einen anderen Weg gezeigt. Sie hat diese Aura. Du hast sie gesehen. Ja. Hey! Was ist hier los? Zurück! Nein! Betreten verboten! Wo rennst du hin? Es gibt kein Entkommen! Mutter, Lukas, wenn er sie angefasst hat. Es ist zu spät. Sie weiß, dass er existiert. Scheißkerl. Scheiße, wohin? Mann. Ja. Die Leute glauben an sie, genau wie an den Sohn. Bleib weg von mir. Verstehst du nicht? Das alles ist größer als du. Du verstehst halt nicht. Gib deinen Bruder auf. Es könnte so einfach sein. Du Irrer! Ihr werdet alle sterben, wenn ihr ihn uns wegnehmt! Sei nicht so dramatisch. Du wirst verschwinden und niemand wird dich vermissen. Sag mal, wir laufen hier jetzt wirklich... Du hast so lange eine Lüge gelebt, dass du die Wahrheit nicht mehr siehst! Die Wahrheit ist, dass alles außer ihr verdorben ist. Nur sie hält diese Welt am Leben. Wir beschützen deinen Bruder. Hier. Okay, erstmal sicher. Fahr zur Hölle! Du Schwein! Ich muss die anderen finden. Schnell! Ich muss irgendwie wieder nach oben. Ich kann mich hier verstecken. Meine Schulter ist endgültig ruiniert. Es tut so weh. Wie komme ich hier raus?
Und wann kommt der andere? Okay, I see. Ich kann hier das aufmachen. Na, komm jetzt. Oh, verdammt, das ist zu laut. Nein! Wie harte du also? Keine Zeit, schnell weg! Ich höre dich! Du wirst nachlässig! Fuck. Scheiße, ich muss mich irgendwie verstecken. Ich muss ihn abschütteln! Amicia, du kannst dich dahinter nicht verstecken. Ist er weg? Holy shit, wie soll ich denn das jetzt machen? Verstecken ist sinnlos. Es gibt kein Entkommen. Doch, weil du mich hier nicht siehst. Na toll, ich muss jetzt da immer wieder dahin und die Tore nach oben machen. Weiter, du schaffst das. Ich könnte ihn in den Zellen einsperren. In den Zellen einsperren? Du versteckst dich gut, Respekt. Du sitzt hier fest, wohin du auch gehst. Ich finde dich. Dafür wurde ich ausgebildet. Ich wüsste nicht, wie ich das mit den... Also, welche Zellen meinst du? Tut weh, nicht wahr? Ich kann den Schmerz lindern. Vertrau mir. Halt deine Klappe. Kein Ausgang. Aber ich... Früher oder später finde ich dich. Ich hab dich gehört. Bleib einfach... Komm her, komm. Ich bewundere deinen Überlebensinstinkt. Du hast viel durchgemacht, das merke ich. Das macht es noch... Komm. Nice. Was? Du dreckiger Kleine. Komm jetzt. Scheiße, andere Seite. Na komm, mach weiter. Hugo, Mutter, Lukas, schneller. Na los, komm schon. Okay. Genug gespielt. Oh, Scheiße. Nein, geh weg da. Fuck. Ich habe lange nicht mehr gejagt, seit ich Emilie kenne. Und du bist eine würdige Beute. Ich bring dich um, sobald ich kann. Glaubst du wirklich, in deinem Versteck bist du sicher? Das hat jetzt bestimmt nicht gereicht, oder? Du kannst dich nicht ewig verstecken. Emilie mag dich, weißt du? Aber du bist eine zu große Bedrohung. Für uns. Für den Sohn. Okay, das hat geklappt. Gibt's eine zweite Zelle? Wo ist er jetzt hin? Wo bist du? Ah, ich glaube, da hinten ist er. Wenn du nicht hier bist, wo dann? Nicht da, wo du bist. Oh, komm, geh weg da, bitte. Dankeschön. Muss irgendwie nach da hinten gehen. Wo könntest du sein? Komm, geh weiter nach hinten. Warum musst du jetzt ausgerechnet bei mir da rumcampen? Das ist so typisch. Gleich wie beim Modern Warfare da, wo die zweimal bei mir rumgegangen sind. Was ist er jetzt? Lauf doch vermutlich wieder an mir vorbei, oder? Ich glaube, ich muss raus, wenn er da runtergelaufen ist.
Wir müssen dann hier rein. Ja, du bist so lau. So kannst du mir nicht entkommen. Okay, wieder einsperren. Scheiße, nein. Nein, fuck. Scheiße, das hat nicht funktioniert. Nein, scheiße. Wo bist du hin? Schnell da unten rein. Ich glaube, ich kann ihn da nicht nochmal einsperren, oder? Aber wir können jetzt da ganz easy peasy zu dem Raum da links hin. Gehst du da sogar vielleicht rein? Nee, ne? Sag, musst du bist jetzt da wirklich da drin? Ja, scheiße, der ist da reingegangen. Und jetzt geht er wieder raus, oder? Du versteckst dich gut, Respekt. Ich Nein! Fliehen ist zwecklos, Amicia. Verdammt, wo bist du? Komm, du siehst mich da nicht. Verstecken ist sinnlos. Es gibt kein Entkommen. Wo laufst du hin? Komm, mach mir die Tür nochmal zu. Also ich kann die Tür nicht nochmal zumachen. Scheiße. Komm hier rein, komm. Jetzt lauf du wieder hier rein. Komm her. Du kannst mir nicht entwischen. Komm. Schön rein mit dir. Und noch ein zweites Mal. Sehr gut. Und jetzt das letzte Mal hier am Tor drehen. Aber auch da wird er wieder rauskommen. Ich bin gerade echt angespannt. Los! Boah, es hat echt nicht mehr viel gereicht. Na geil. Und er ist natürlich draußen. Wo ist der Ausgang? Wo ist ein verdammter Ausgang? Oh, da geht's raus, glaube ich. Halt deine Klappe! Du hast es geschafft! Oh, du erinnerst mich an alte Zeiten. An mich? Jetzt weiß ich, wo dein Blut fließt. Bitte, hör auf, das ist Wahnsinn! Bei Bewusstseinsfertigkeit, Wurftechnik. Okay. Ich kann nicht! Nicht ohnmächtig werden. Hugo, oh nein, bitte nicht. Sie holen ihn. Mutter, Lukas, Sie müssen hier weg. Auch wenn es weh tut. Das wird eine ganz brutale Flucht, oder? Schmerz. Das ist alles. Du kennst das Gefühl. Nutze es. Nutze es gegen sie. Oder Hugo dreht dann wieder durch und lässt dann die ganzen Ratten die Arbeit machen, was aber auch nicht so gut ist. Habt keine Angst. Ja, ihr habt versagt, aber dieses Kind gehörte nie wirklich euch. Ich bin so erfüllt von ihm. Hugo heilt nicht die Wunden der Vergangenheit. Er wird eure Leere nicht füllen können. Ihr werdet sterben. Alle werden sterben. Nein. Er wird geliebt. Er wird strahlen, noch mehr als die Sonne, und die Dunkelheit abwehren, und ich
Ich bin die Mutter, welche ehrenvoll einen Gott großzieht. Seid still! Ihr habt kein Anrecht auf diese Familie! Amicia! Wie kann das sein? Du lebst! Wo ist Hugo? Da drin! Los! Lauf weg! Amicia, nein! Endlich! Verzeih, Liebes, aber sie lässt dich nicht bezwingen. Nun gut. Mit einer Hand, mit dem Riesenschwert. Eine Aufforderung? Ich nehme an. Du hast mich überrascht. Ich bin beeindruckt. Du bist bemerkenswert. Du stellst dich mir. Und du bist vollkommen überzeugt davon, dass du mich besiegst? Das bin ich. Vergesst meinen Bruder. Oh, so enthusiastisch. Es brennt ein Feuer in dir. Aber ein Feuer, das nicht gezügelt wird, kann einen Soldaten von innen heraus verzehren. Ich bin keine Soldatin. Oh, ich weiß. Du kämpfst, weil du keine andere Wahl hast. Ich wählte dieses Leben. Deshalb wirst du scheitern. Ihr redet so viel, Feigling! Los, behaupte dich. Sei standhaft. Du musst das Schwert besser halten. Ach, was für eine Schande. Kämpfe nie, um dich nur zu verteidigen. Kämpfe, um zu töten, zu siegen. Was du auch sagst, du bleibst ein Feigling. Wer bist du, mich herauszufordern? Ich bin Amicia Derun. Ach, hör auf. Und ich knie vor niemandem. Nein! Siehst du? Und jetzt kniest du doch. Nein! Hört auf! Bitte, hört auf! Von einer Mutter zur anderen. Genug gespielt, Victor. Deswegen sind wir nicht hier, oder? Verzeihung. Der Krieg hinterließ Spuren bei uns. Er kann es mitunter übertreiben. Ich bewundere euch. Eure Kinder sind stark. Eure Bande sind stark. Nun, in ihrem Alter konnte ich von so einer Liebe nur träumen. Doch es geht nicht nur um uns. Wisst ihr, Liebe muss geteilt werden, muss sich in Licht verwandeln. Dann strahlt sie auf die ganze Welt. Dies ist die Bestimmung des Sohnes der Glutasche. Liebe kann töten, Emily. Wenn ihr das eines Tages erkennt, wird es zu spät sein. Für euch wird es zu spät sein. Ich bin so stolz auf dich. Nein! Amicia? Mama? Ich fühle mich so...
Amicia? Holy shit. Mama? Wir haben gerade die Mutter umgebracht. Amicia? Heilige Lukas? Scheiße. Wo seid ihr? Wo sind denn nur alle? Ich glaube, er wird so durchdrehen, wenn er das mitkriegt und dann ist hier Down Under. Puh. Und ich sehe gerade auf die Zeit. Wir sind bei 40 Minuten. Liebe Leute, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Sollte das Ende aber nicht mehr lang weg sein, dann werde ich es vermutlich hier noch anschneiden. Also wenn es jetzt irgendwie nur noch zu 20 Minuten oder so geht. Ansonsten gibt es noch eine komplette neue Episode. Sitzt an der Hand vom Titel. Also, bis bald. Und vermutlich hat es euch jetzt nicht so gut gefallen, nachdem die Mutter vermutlich tot ist. Also, bis bald. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.